Die Übung Butterfly Reverse ist eine Übung für deine schulterblattstabilisierende Muskulatur sowie auch für deinen mittleren Rücken, also für den Trapezmuskel, der verläuft in diesem Bereich, links und rechts neben der Wirbelsäule. Plus, je nach Griffart kannst du auch deine hintere Schulter mit der Übung ansprechen. Bei der Übung ist es ganz, ganz wichtig, dass du sie ohne Schwungkraft ausführst. Die Rückenmuskeln, in diesem Fall sind das sehr kleine Muskeln, die können nicht so viel Kraft aufwenden wie die Brustmuskulatur. Das bedeutet, wenn du hier bei dieser Übung mit 11 oder 17 Kilo arbeitest und merkst die Muskeln schon gut, dann ist das völlig in Ordnung. Selbst fortgeschrittene Sportler, wenn sie die vernünftig, langsam und sauber ausführen, können da auch nur vielleicht 30 oder maximal ganz erfolgreiche langjährige Sportler 40 Kilo bewegen. Mach dir also keinen Stress. Die Hebelarme beim Butterfly Reverse musst du ganz nach vorne einstellen. Das heißt, den Pilzkopf einfach rausziehen und den Hebelarm dann nach vorne bewegen und sicherstellen, dass der Pilzkopf auch eingerastet ist. Die Sitzhöhe kannst du ganz einfach verstellen, indem du hier an dieser Seite den Pilzkopf wieder rausziehst und dir dann den Sitz entsprechend auf die gewünschte Höhe einstellst. Du hast an der Frontseite wieder ein Sichtfenster, wo du die Zahl dann einsehen kannst und entsprechend auch in der App dann notieren kannst. Nachdem du dir das richtige Trainingsgewicht eingestellt hast, fang am besten mit einem kleinen Gewicht an und arbeite dich dann Stück für Stück nach oben, geht's an die Übungsausführung. Du siehst es hier bei mir, ich sitze jetzt mit der Brust zur Maschine. Du kommst ganz mit dem Oberkörper an das Polster ran, nimmst dir die Hebelarme. Jetzt siehst du hier, dass meine Hand so leicht unter der Schulter positioniert ist. Das ist eine ganz gute Griffhöhe. Jetzt ziehst du die Schultern ein bisschen nach unten, weil wenn sie nach oben rutschen, treffen wir Muskeln, die wir gar nicht unbedingt treffen wollen. Also die Schultern ein bisschen runterziehen, die Arme ruhig gestreckt lassen, nur mit einem minimalen Winkel. Und dann ziehst du die Hebelarme mit der Ausatmung langsam nach hinten, ruhig so weit, wie deine Muskulatur das hergibt. Also wenn du sogar ein bisschen überstrecken kannst, dann ist das gar nicht unbedingt schlimm, sondern nur ein Zeichen von einer guten Mobilität oder auch von noch nicht so vielen Muskeln. Ja, je mehr Muskeln man natürlich ausprägt und ausbildet, desto weiter schränkt sich die Beweglichkeit mit den Jahren ein. Deswegen ist es für Kraftsport auch unabdinglich, dass du immer deine Dehnübungen machst, Mobilitätstraining. Genau, langsamer Bewegungsablauf, ausatmen, die Hebelarme nach hinten bewegen, einatmen, wieder vorkommen. Wenn du mal in die Situation kommst, dass du eigentlich die Gewichte steigern müsstest, weil du schon 15 Wiederholungen oder generell deine Zielwiederholungen mit dem Gewicht problemlos schaffen kannst, aber das Gefühl hast, dass wenn du eine ganze Platte steigerst, es noch zu schwer wäre und du die Übung dann nicht mehr sauber ausführst, kannst du mit einer Hantelscheibe ein Zwischengewicht generieren. Indem du den Stift einmal durch die Hantelscheibe durchsteckst und steckst ihn dann in den Gewichteblock rein, aber bitte nicht bis zum Anschlag. Im Optimalfall kannst du hier einfach eine kleine Lücke lassen, sodass, wenn du mit den Platten arbeitest und sie sich nach oben anheben, hier unten an der anderen Platte nicht verkanten würden. Die gängigsten Fehler beim Butterfly Reverse sind auf jeden Fall, dass du die Schultern nicht nach unten gezogen hast, dass du nicht mit der richtigen Atmung arbeitest, das heißt mit der Ausatmung nach hinten ziehen, mit der Einatmung wieder vorkommen oder dass du eben mit Schwungkraft arbeitest und nicht in Zeitlupe, weil durch Schwungkraft kannst du die Gelenke nicht vernünftig stellen und du sprichst halt überhaupt nicht die Muskeln an, die du eben ansprechen sollst. Das heißt, wenn du die Übung vernünftig gemacht hast, dann solltest du sie auf jeden Fall hier in der hinteren Schulter ein bisschen merken, im Nacken ein bisschen und im mittleren Rücken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Ausführung, beim Aufbau einer schönen Rückenmuskulatur und dann sehen wir uns im nächsten Video.